Hallo und herzlich willkommen zurück bei Forspoken. Wir wollen weiterspielen. Ich habe jetzt eben fast einen Herzinfarkt gekriegt, ey. Und zwar... Ich bin ein bisschen komisch im Speichern, oder? Das ist aber so, das ist unser richtiges. Ich hatte das Spiel angemacht und dann stand da irgendwie, oder ich wollte das Spiel anmachen also, und dann stand da. Wie wäre es mit einem Kämpfchen gegen ein Monster? Ich habe es mal ein Stückchen lauter gemacht. Ich hoffe, es ist okay. Wir haben hier irgendwo ein Monster gehabt. Wo war das denn? Ja, irgendwo hier war das. Wir müssen dahin. Sollen wir mal dahin gehen? Ja, auf jeden Fall stand hier Update, so, keine Ahnung, 2 Minuten oder so. Und. Achtung! Und, dann habe ich die CD reingemacht und auf einmal stand da 6 Stunden. Da habe ich gedacht, was? Ich habe doch das Spiel schon installiert. Was soll das denn jetzt? Da! Volltreffer. Nimm es! Tja, neue Rekordzeit! Dass der Gegner unfähig war, hat sicher dazu beigetragen. Ich habe jetzt die allgemeine Lautstärke ein bisschen höher gemacht. Hey, oh, was ist das da drüben? Äußerst seltsam. Ja. Wir nehmen erstmal hier das hier mit. Weil das ist nämlich schön. Achso, stimmt. Konsumgüter. Ich werde versuchen, sie nicht alle auf einmal zu konsumieren. So, was haben wir hier, krass? Ich spüre es. Dann lass uns doch hineingehen und nachsehen. Verschollenes Labyrinth? Abstecher, verschlossenes Labyrinth im Osten? Okay, das fängt ja gut an jetzt hier. Mysteriöse unterirdische Stätten, mit denen die Tantas seit langer Zeit eng verbunden sind. Sie sind voller Feinde, aber du kannst darin auch Ausrüstung von enormer Macht finden. Wenn du also auf einen solchen Ort stößt, lohnt es sich, ihn zu erkunden. Natürlich mit Vorsicht. Was sind wir? Unter Tage, glaube ich. Oh. Okay, was haben wir hier? Nice. Ja, in der Tat. Ein Küstenpfeilchen? Diese wunderschönen Blumen sind entlang der Gewässer Avoalets zu finden. Die Bewohner Athias schreiben den Blütenblättern des Küstenpfeilchens seit Jahren magische Eigenschaften zu. Eine Theorie, die als bestätigt gilt, seit die Pflanze das Auftreten des Bruchs nicht nur überstanden hat, sondern unter seinem Einfluss sogar prächtig gedeiht. Die Blütenblätter von Küstenpfeilchen können als Fertigungsmaterial verwendet werden, um Ausrüstung zu verbessern. Okay. Wir sind also in einem Dungeon. Sprengschutz. Ja, wir machen eigentlich nur immer dasselbe. Ist eigentlich auch okay, gell? Passt schon. Ich finde, dass sie... Die sehen aus wie... andere Eingänge. Kann man hier was machen? Ach ja, Tatsache. Na? Berühre, um zum Eingang zurückzukehren. Nee. Wir sind ja gerade mal hergekommen. Wir wollen schon mal gucken, was hier los ist. Ich hab gedacht, ich kann mal runtersliden, ehrlich gesagt. Schon her. Oder habt ihr Angst? Zeig denen, wie es gemacht wird. Ja, warte mal. Warte einfach, bis du bereit bist. Nee, du wartest jetzt mal. Ich will. Ich dachte, ich warte schon zu lange. Probieren kostet nichts. Sehr gute Arbeit. Okay, was machen wir als nächstes? Wir machen als nächstes mal was anderes.
Oh nein! Gleich gibt's aufs Maul. Was ist das? Voll auf die 12. Bist du denn für ein kleines Süßes? Das hat gesessen. Ich frage mich, was du in den Basis hast. Und ich frag mich, wie ein Winzling wie du so einen guten Schild abgeben kann. Hopp. Na also! Ein ziemlich renitenter Gegner. Das ist okay. Hält mich auf Trab. Hasta la vista, Baby! Oh. Aus und vorbei. Nicht gerade. Okay, wir sind nicht gestorben. Das ist doch schon mal was. Es war jetzt zwar auch keine Glanzleistung, aber ja. Das musst du probieren, Ralf. Wie wär's? Das ist aber gut. Eben habe ich mir noch gedacht, sowas wäre ganz praktisch. Setze das bitte mit Bedacht ein. So, wir kommen daher. Scheinbar sind die immer gleich aufgebaut, oder? Nur, dass wir die anderen Türen haben. Ich bin immer... Hallo? Gibt's hier was? Nein, leider nicht. Oh, hier. Nicht viel, aber naja. Next. Okay, ich würde sagen, sind wir hier? Oh! Oh, hier gibt's aber viel. Im aktuellen... was? Mit aktuellem Mana lernbare Zauber. Nee, warte mal. Also los. Diese Begeisterung. Oh, ein Bär. Aus dem Weg. Um Gottes Willen. Nicht. Halt. Keine Panik. Wie gefällt dir das? Ich treffe nicht. Nimm das. Nein. Ja. Was gibt's jetzt? Gibt's jetzt irgendwas Cooles für uns? Ich hätte gerne etwas. Ich hätte gerne Geschenke. Geschenke, Geschenke. Was? Hm. Keine Geschenke. Da hinten sind Geschenke. Himmelskern? Och, nö. Cool. Okay. Hier kannst du dich selbst heilen. Gut. Das kann ich sicher brauchen. Ja, auf jeden Fall. Halt. Mal gucken. Erstmal umdrehen hier. Gut. Bald kommt bestimmt hier voll die Tanta-Endgegner. Oh nein, hier gibt's kein Mana. Was haben wir hier? Feuerholz. Du trägst bereit
bereits die Höchstmenge bei dir. Hier können wir zum Anfang zurück. Nein, hier gibt es leider auch nichts. Das ist aber schade. Sequenz. Ach du Heilige. Kleiner Deinosuchus. Soll ich dir mal zeigen, was ich drauf hab? Was wir drauf haben, bitteschön. Nee, nicht unbedingt. Ich hab ein bisschen Angst vor dem. Was, wie soll ich denn da rumrennen? Wie soll ich mal zu dem hinkommen? Oh, was ist das hier? Ach so, Heiltrank ist das. Meinst du, ich schaff das? Lass es uns herausfinden. Nein, ich hab's falsch gemacht. Scheiße. Gleich kommt ein Knaller. Ich treffe ihn überhaupt nicht. Ich will nicht da runter. Ich hab ein bisschen Angst. Ja, gehen hier. Wo ist er hin? Der ist doch jetzt weg. Wo ist er hin? Ich verstehe dich. Bäh. Oh nein! Gleich kommt ein Knaller! Ah, nicht getroffen, Mist! Oh, Alter! Oh. Oh, jetzt macht er gerade seinen Dingsbums. Dass er nicht. Nee, halt, warte mal. Wir nehmen jetzt nächstes Mal das hier, die Blüte. Oh, jetzt kommen wir wieder. Genau da, wo es weh tut. Du! Ah! Hilfe! Nee, jetzt kann er wieder nicht. Ah, jetzt ist er anfällig auf einmal. Wo ist er? Da, er macht wieder seinen Angriff da. Okay. Hier. Komm jetzt darüber. Oh, das war vielleicht gar nicht mal so gut jetzt hier. Oh, raus da. Ach ja. Oh, hast du Angst, du könntest die Katze abkriegen? Ah, der ist doch schon wieder nicht anfällig. Nein, nicht doch ins Wasser. Hör auf, ins Wasser zu gehen. Hör auf, das zu tun, was ich dir sage. Du kleiner Dinosaurus, ey. Oh, er macht doch hier einen wilden Angriff. Ja, ich hab keinen Bock mehr. Ich finde das jetzt wieder gespannt. Hab dich mal nicht so das hier. Das wird lustig. Das wird dir schmecken. Wo ist er? Da. Wow. Mach dich kalt, ey. Bam, ey. Alles in allem. Ja, würde ich auch mal sagen. Nicht, dass du gewonnen hast.
Ja, finde ich auch. Ich bin gern beleidigt, aber ich bin selber überrascht. So, ich möchte jetzt aber erstmal hier alles einsammeln gehen. Hier vorne war nämlich was. Da ist es schon. Das kannst du brauchen, falls sich hier Fieslinge herumtreiben. Ich nehme es besser mit. Ja, besser ist das. Wir brauchen unbedingt mehr Ausdauer. Nähere dich dem Altar. Ja, mach mal das Wort. Was? Einen Heiltrank gab es hier nur? Ich meine, ich könnte eh nicht mehr mitnehmen. Aber ich würde einen benutzen, wenn ich mehr mitnehmen könnte. Das würde ich schon machen. Ui, was haben wir denn da? Zeitmaschine? Was ist das Ding? Etwas Altes und offenbar Kaputtes. Ach, erinnert mich gerade irgendwie an Assassin's Creed. Da ist man doch am Ende auch immer in so komischen Dingern drin. Hier mal ein Stock. Sammeln erstmal unsere Mana ein. Jetzt gucken wir mal, was da abgeht. Hier kommen wir zum Eingang zurück. Uralter Altar, Inschrift 1. An all jene, die Aethia dienen wollen. Die Menschen aus Rheda waren einst unsere Verbündeten. Das änderte sich, als sie einen Dämon auf unser Land losließen. Er näherte sich vom Leid der Menschen und strebte unsere völlige Vernichtung an. Ein alter Dämon. Interessant. Wie viele Jahre das wohl her ist? Verschlossenes Labyrinth Osten. Gebet, ein uraltes Schmuckstück, das tief in einem Verlies verborgen lag, bewirkt einen automatischen Heileffekt, der dem ein Gegner besiegt. Das will ich aber anziehen. Ja. Gucken wir jetzt mal gleich. Dass wir das Ding anziehen. Das hört sich ja sehr interessant an. So. Cool. Ah, es steht. Jetzt haben wir es. Sehr cool. So. Wir werden es erstmal jetzt umziehen. Ausrüstung. Hier. Wir haben nämlich eine Halskette. Oh, hier, Halskette. Sehr schön. Gegner. Drache. Den Drache kennen wir schon. Oh, falsch. Ach, das ist ja gemein. Der kleine Dino ist gar nicht mal einen Eintrag wert. Gefällt mir. Zeig mal, hast du den auch an? Bis er in Stücke zerfällt. Oh, sie hat ihn an. So. Jetzt geht's aber ab hier. Gucken wir mal hier hinter. Wir müssen es einfach ignorieren. Diese Bruchzombies sind überall. Bestimmt waren sie mal ganz nett, aber meine Fresse. Vor allem, es gibt voll viele. Wieder gar kein Dead Space. Hör auf, mich zu erschrecken. Gefahr? Wo ist Gefahr? Da ist Gefahr. Aua!
Bist du bereit? Das hat gesessen! Macht das dein Leben ein bisschen leichter? Ja, schon. Ein bisschen. Bedung, bedung. Bedung, bedung. Ich meine, was muss, das muss. Felsengras, da vorne ist was, das will ich einsammeln. Wir können auch gleich mal nach unserem Mana schauen. Hier oben haben wir eine einsame Hütte. Irgendwie sind wir hier viel weiter weggelaufen. Hier waren wir doch schon. Gut, wir gehen jetzt mal in die Richtung, die wir auch gehen sollen. Dum, 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 dum. Wow. Pew. Kann ich auch auf das Dach springen? Nee. Da fehlte mir die Puste. Ja, die Gegner sind halt wieder da. Oh. Oh. Ein bisschen tief jetzt. Eigentlich nicht so, aber schon anscheinend. Na also. Yep. Komm schon! Okay! Voll auf die 12! Ich weiß, boah, was voll das Rudel! Emma! Lass mich raten, deine Seele leitet. Genau, wo ist es? Hasta la vista, Baby! Schätze, das war's. Ja, sieht so aus. Wie konnte ich in den letzten Folgen auf A kommen? Bin ja scheinbar ein bisschen unfähig gerade. Uff, ich geht's. Gibt's eigentlich nur 4 verschlossene Labyrinthe? Da vorne haben wir noch jemanden. Du bist nicht unbesiegbar. Denk daran. Erzähl mir mal was Neues. Ich bin jetzt mal einzeln um hier. Nicht weg! Ich hatte schon Bedenken, du könntest zu Schaden kommen. Oh, du machst dir Sorgen um mich. Nur weil dein Tod auf mein eigenes Leben. Ja, wir sollten echt gleich mal nach unserem Mana gucken. Ja, Spiel, ich weiß. Wenn wir mal schnell hier hochgucken. Oh, hier ist ja gar keiner. Das nehme ich mal mit. Glutkern. Ich weiß immer noch nicht, was diese Dinger da bedeuten. Die Auswucherung. Gegen deine miese Einstellung hilft, Reif? Deine scheint es nicht zu kurieren. Ich bin mal gespannt, ob wir am Ende mal den Reif sehen, also bevor er zum Reif wurde. Okay, also das da drüben ist anscheinend nur Deko. Hey, hier ist nichts. Okay. Wir mal hier weiter, also müssen wir da hoch zu diesem. Ach, erinnert mich irgendwie an einen Aang. Mal bitte einen Bogen um niedliche Tierchen. Wo ja, sind denn hier niedliche Tierchen? Und du bist dafür weniger penetrant und nervtötend, okay? Wir gehen mal hier penetrant hoch. Penetrant und nervtötend? Ich? Bitte, Junge. So. Fühl dich ruhig angesprochen. Oh, hallo Leute.
Ja, den hier. Ha! Was habt ihr mir hier gelassen, bitte? Nadelstein? Oh, was haben wir denn da drüben? Eine Weide. Okay, bevor wir den Rest... Da vorne können wir wieder hoch. Sind wir hier in der Bucht? Ja, schon irgendwie, gell? Wir sind jetzt hier, wir könnten dann hier weitergehen. Also wir müssen dann oben lang. Okay, da wollte ich mal sagen, bevor wir tatsächlich mal hier lang gehen, bevor wir die nord-süd-ost-östliche Seite erkunden, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss.